Hallo meine Freunde, es ist auch wieder hier mit Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir wollen endlich mal loslegen und Segel setzen. Yay! Yay! Los geht's! Wir können nur in die eine Richtung segeln. Du 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 du. Immer noch diesen kleinen Schub, ja. Yay, yes, und dann gibt es die tollen Minispiele auf dem Meer, damit das Segeln auch nicht langweilig wird. Aber was bringt einem Geld? Ah, etwas. Und Geld ist wichtig, deswegen werde ich das wahrscheinlich irgendwann mal machen, da ich so derbst einfach hier rumfahre und Kohle sammeln wie blöde. Das ist Terrys Laden. Ja. Terrys Laden. Halt an. Ich möchte an Bord kommen. Ich entere dich. Hallo. Terrys Laden. Ich brauche noch Futter. So, jetzt habe ich Kohle. Wenigstens noch ein bisschen was. Nachdem ich 80 Rubine verballert habe, brauche ich nämlich die Futtertasche. Yes. So. Thank you. Ist okay. 30 um Kunden zu werden. Okay. Gib mir einmal das. So, Popotfrucht. Die brauche ich später auch noch. Wenigstens hat sie diesmal ein bisschen mehr Textur als beim letzten Mal. Also im letzten Teil. Das letzte Teil. Ah, ich habe nicht genug Kohle. Bullshit, mir fehlt ein Rubin. Bullshit. Yay, man kann hier auch wieder direkt rausspringen. Konnte man nicht irgendwie auch... Da ist auch so. Man konnte so ein bisschen vorwärts fahren. Ich möchte nämlich da einmal oben hoch. Ich mag die Musik voll. Blub, blub, blub. Jetzt muss ich einmal da hoch. Er klettert, glaube ich, etwas schneller als vorher. Also ist im Ding jetzt, da hinten sehe ich was leuchten, aber das kann ich mir noch gar nicht holen. Ich roll erstmal einmal ein bisschen um rum. Ist okay. Ach verdammt. Danke. Die können auch Sachen fallen lassen. Und eine Truhe. Die Haare. Truhe. Na komm. So. Na, komm mal auf. Yay, ein roter Rubin. Weiß gar nicht, wie viele Rubinen kann ich anfangs hier sammeln? Ich glaube, ich nur eine größere Geldbörse. Allerdings kommt hier es später. Da drüben ist ein Floß. The fuck? Moment. Was ist das für ein Floß? Ich glaube, so weit dürfte ich segeln können. Ja. Was ist das für ein Floß? The fuck? Hey du! Na komm her. Na komm. Steck deinen Kopf nicht in den Mast, sondern komm her. Ist er soffen? Okay. Rubies. Alles für Rubine. Rubine sind wichtig. So. Weiter geht's.
Daran. So, und los geht's. Da, da, da. La, la, la. Also sieht man mehr. Du, 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 du. Du. Hätte mir noch Futter kaufen sollen, egal. Und da klingt es bei mir an der Tür. Moment. So bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich war am Segeln. Etwas, was man in Wind Waker so selten tut. Das war es. So. Robine. Dann haben wir schon unser Ziel. Ich wollte gerade sagen, man kann nicht übers Ziel hinausschießen, wenn eine Sequenz startet. Land in Sicht. Was ist unser dein Ziel? Die Insel Draconia. Draconia. Und Terry ist auch schon hier. Auf dem Bergkipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Falu. Genau, Falu. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und das göttliche Artefakt Dienstdämon Dimont zu empfangen. Empfangen zu bla bla bla. Volk Oroni. Einen Moment noch. Wo hast du den hergeholt? Das ist ein Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällig und bußfertig Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf deine Seite zu haben. Yay. Komm, nur zu irgendwas. Wird schon zugebrochen sein. Warum schenkst du ihn nicht? Okay, versuch zuerst den Dreiertakt. Ja. Toter. Ah, das Ding bewegt sich ein bisschen schneller. Sehr schön. Vierertakt. Okay. Ah, sehr schön. Das ist, ja. Yay! Das ist ja schon zumindest erhalten. Ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Terry. Bleib hier. Ich habe jetzt genug Kohle. Lass mich rein. So. Also übrigens ein anderer Terry. Es gibt. Weiß gar nicht. Viele. Gib mir Futter. Universalfutter, dankeschön. Drei Portionen sollten erstmal reichen. So. Man wird schon sehen, was ich damit hinterher mache. Yay, so da oben sehen wir schon ein Secret. Eine Truhe auf einem Felsen. Wo wir noch nicht rankommen. So, weiß gar nicht, könnte ich die Donnerblumen hier schon pflücken? Was ist ein Rubin? Warum auch immer da ein Rubin im Wasser ist. Ist egal. So, was steht da? Ja, hoch. Das habe ich schon gesehen da oben. Kann ich die schon pflücken? Ja, kann ich. Mache Boom. Yes. Ups, das wird knapp. Ja, nehmen wir lieber den hier. Komm her. Zup. Mache Boom. Und dann kann ich vielleicht auch den Shortcut da freilegen. Ich muss nicht mehr außen rumlaufen. Schups. Mache Boom. Ah, da gibt es auch noch 10 Rubine für. Rupees. Rupees for me. Moment, habe ich den Taktstock. Wie geil. Sehe ich jetzt erst, dass ich den Taktstock da links auf dem Steuerkreuz habe. Das ist sehr praktisch. Den dann hier auch in einem anderen Menü. Tatsache. Den habe ich jetzt da unten. Das ist sehr praktisch. Da muss ich mit dem Taktstock nicht immer ständig. Ah, oh, das war zum Kotzen. Irgendwie mal den scheiß Taktstock ausrutschen. Im Vorteil. Das ist sehr praktisch. So Items, die man sowieso ständig und immer mal zwischendurch braucht. Das ist übrigens sehr knapp. Einfach perma ausgerüstet lassen. Warum haben die das im Vorgänger nicht gemacht? Das GameCube hatte genau die gleichen Tasten. Uff. Ja, doch, ein. Ja, doch, hatte die gleichen Tasten. Hatte sogar eine Taste weniger nur. Eine Schultertaste weniger nämlich.
Ansonsten hatte die GameCube genau die gleichen Sachen. Warum kommt man so spät immer auf solche Sachen? Nee. So. Fuck it. Sollte das vielleicht nicht werfen. Und ablegen. Okay. Das ist ein magnetisch. Egal. Eine Flaschenpost. I need this Flaschenpost. Gib mich das Flaschenpost. Hm. Das könnte noch ein Problem werden mit meinem Sammeldrang. Haben wir eine Flasche. Hilf ich was? Hm. Kann ich ihm antworten? Nein. Hilf ich, weiß nicht, was ich machen soll. Sehr gut. Ach Moment, halt. Ich weiß, mir ist gerade wieder was eingefallen. Hier unten musste man ja auch noch hin. Hier ist eine Krabbe. Terry, geh mir aus dem Weg. Ich muss da hin. So. Au, da war ja was. Au, da war ja was. Okay. Yes. La la. Yes. Damit haben wir das Lied des Windes erlernt. Ah, jetzt können wir die Windrichtung ändern. Yes. Wirklich ein mustergültiger Wind. Gestatten Zephaus, meines Zeichens Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber ein beachtliches Windverständnis. Junge, du gefällst mir. Das Lied, das du soeben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Windrichtung des Windes nach Lust und Laune zu ändern. Der Wind kann je nach Veränderung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämenderweise verlor mein Bruder Zyklos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. So ist zu sehen. Ja, bring ihn zur Vernunft. Mach ich. Ein irrer Frosch auf einer Wolke. That is Japan. Jawohl. Da, 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 da. So. Dann. Ich frage mich eigentlich, ob ich auch mal eine Nachricht im Miiverse schicken soll. Aber das mache ich mir dann offscreen. Welcome to the Let's Play oder was? Hm, das wäre eigentlich auch mal was. Das muss ich aber nur. Obwohl, nee, ich habe mir auch das Lied geholt. Okay. Vielleicht war es doch gut, dass ich der Flasche Post hinterhergesprungen bin. Er weiß nicht, was er tun soll. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hm. Warum fehlt mir ein Viertel Herz? Was hat mir Schaden gemacht? Stimmt, die Bombe hat mir Schaden gemacht. Ein Viertel Herz. Na komm, geht das jetzt ein Stück auch noch. Danke. So. Nur aber. Guten Tag. Hey, der Postbote. Guten Tag. Zarak. Sei gegrüßt, Zarak. Du bist also wohl auf. Aber sag mir, wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? So ganz ohne Flügel. Mit dem Boot. Oh, das ist mit deiner Schwester. No. Verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Es geht dir bestimmt gut. Ja, aber Zarak. Ja, komm. Ich erwarte dich. Bla bla bla. Und ich kann fliegen. Yay. Das wird noch lustig, wenn wir rausgehen, wer ihre Vorfahren waren. Hust. Wenn es nicht irgendein Fehler der deutschen Übersetzung ist, was ich aber nicht glaube. Weil die ist eigentlich relativ gut. So. Komm her. Halt. Noch ein Halt. Halt. Rupi. Okay. Guten Tag. Die Postverwaltung. Warum haben die überall eigentlich das Team genommen? Und konntet ihr herausfinden, warum der große Valo so außer sich ist? Vielleicht weil er auf dem Berggipfel feststeckt?
Nur so eine Vermutung. Oh, du bist Sarah, seine Lassiel. Okay, hier ist eine Zell, bla bla. Okay. Warum bitte denn? Wer da in der Macht steht. Gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir wütend Turm der Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, dass du gekommen bist? Nein, überhaupt nicht. Du bist ja dann auf der Orni. Drachenberg besteigen, in der großen Rolle seine Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald der Erwachsenenalter erreicht, dieser ermöglicht es dann, dass nur Flügel wachsen. Okay, strange. Aber seit kurzem ist es so. Folge. Was will dieses Jahr nicht am Drachenberg zur großen Rolle gehen und ihre Drachenschuppen empfangen nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Für der Ori ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dies. Also schickst du ein kleines Kind jetzt auf den Berg. Ja, was gestanden ist. Wer der Stammesführer, das ist eine Sache mit eurem Sohn Komori zur Hilfe bitten. Wenn er zwei Komori öffnen wird. Ja, bestimmt. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider ist er ängstlich gemütlich. Ja. Ja, ich behelfe ihm. Ich gebe ihm das Dreifach des Mutes. Dann hat sich der Fall. Jo. Ich finde es übrigens. Ja. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben. Also. Gott. Ja. Was ist ihr in Verwahrung gegeben? Wo steht sie nochmal rum? Also ich hoffe, es kann es gebrauchen. Posttasche. Ja, findest du oben im Zimmer. Jo, machen wir. Kein Ding. Und wie gesagt, ich werde nicht alles vorlesen, weil das... Ja. Viel Text. Und ich möchte nicht alles vorlesen, weil ich meine Stimme noch ein bisschen behalten möchte. Hi. Tatsächlich, du trägst grünes Gewand und einen grünen Hut. Du bist Saros, nicht wahr? Ich bin die Maid der Ehrenwindenhüters Valu. Der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Nimm das und gib es mal ihr. Ja. Brief vom Tutorials. Kram. Ja, ach ja, Sarok. Ohne. Nur noch eine Bitte an dich. Weißt du bitte so gut danach, zum Aufkommen des Drachenberg zu kommen? Was genau geht, sage ich dir dann. Okay, ich öffne dir den Dungeon. Den Dungeon. So. Der Bereich war, glaube ich, hier unten. Korrekt. Yeah, Jesus. Guten Tag. Mein Schatz. Verschwinde, mein Schatz. Wer bist du denn? Ja. So. Wir haben noch kein Herz da gefunden, ne? Nein. Ja. So. Da, für dich. Ein Brief von meinem Vater. Warum kommt er nicht selber runter? Wie redet er mit mir? Er schreibt mir immer nur Briefe. Auch mit der Worte zu schreiben ist nicht schwer, aber warum wird er mich schreckliche Gefahr begeben, einen Drachenschub von Wallen zu bekommen? Für dich, meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so fremde Angelegenheiten zu stecken. Ja. Ja. Ja, es geht, ich hoffe, ich werde nicht darüber zu gehen, alle zu treffen. Alles hören. Natürlich. Mein Schatz! Lass mich in Ruhe mit meinem Schatz! Bla bla bla. Er hat Puppen. Yes. Gut.
glaube, wir könnten uns sogar jetzt schon ziemlich frei bewegen in der Welt mit dem Lied, ne? Autsch. Autsch. So. Wir nach oben und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.